2 minutes. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, Frau Kommissarin, auch von mir aus herzliche Begrüßung für Ihren ersten Auftritt hier in dem Plenum. Das ist tatsächlich eben etwas für Sie Historisches, so kann man das sagen. Das hat mir gut gefallen, wie Sie erklärt haben, dass Sie in Zukunft sehr eng mit uns zusammenarbeiten wollen und dass Sie auch sagen, das, was jetzt vorliegt, das ist geeignet, um Rechtsklarheit zu schaffen, Rechtsunsicherheiten zu beseitigen und gleichzeitig eben auch besser bestrafen zu können, alle diejenigen, die im Verkehrssektor Straftaten begehen. Das ist ja das, was eben gemacht werden sollte. Sie haben das nicht selber verantwortet, das war noch von Ihrem Vorgänger vollkommen richtig, aber es ist 2 Jahre lang abgewogen worden, was kann man tun, um die Verkehrssünder im grenzüberschreitenden Kraftverkehr besser zur Rechenschaft ziehen zu können. Und es ist schon gesagt worden, manche finden das nicht ganz optimal, wie es gelaufen ist. Es fehlen auch mir einige Details in dem Vorschlag. Ich denke aber insgesamt kann man sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt eine Möglichkeit in der Hand, und das ist ja notwendig, genauer zu sagen, wie jetzt die Regeln umgesetzt werden sollen. Das gibt den Mitgliedstaaten Sicherheit, dann eben entsprechend auch vorgehen zu können. Es war so, dass natürlich einige aus dem Sektor uns angeschrieben haben, auch in Deutschland gerade waren es viele Omnibusunternehmer, die Angst hatten, dass die 12-Tage-Regelung außer Kraft gesetzt werden kann. Dem ist tatsächlich nicht so. Ich habe mich genauer damit beschäftigt, das ist nicht der Fall. Im Gegensatz ist es sogar so, dass die natürlich beibehalten werden soll, und Omnibusunternehmer wissen es inzwischen auch. Wir können, das hat Herr Ferber gesagt, in diesem Fall ablehnen, was die Kommission vorschlägt. Und das ist immer das Recht des Parlaments. Aber ich habe das Gefühl, gerade was Herr Ferber gesagt hat, er hat sich für meine Begriffe selber widersprochen, weil er zum einen sagte, dass eben verschiedene Sachen nicht klar geregelt werden mit leichten, mittleren und schweren Verstößen. Gleichzeitig sprach er von einem Generalverdacht für alle Transportunternehmer. Meines Erachtens widerspricht sich das selbst. Und ich halte es für falsch, jetzt in diesem Fall die Stärke des Parlaments zu zeigen, wenn es doch darum gehen kann, einen Schritt voranzugehen bei der Bestrafung von den schwarzen Schafen im grenzüberschreitenden Verkehr. Und darum sollten alle noch mal genau überlegen, wie man sich dabei bei der Abstimmung verhält.